Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Melis 22 auf der Hof Bergmann, dem Projekt Amras mit dem Paul und dem Party. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo Minikatze. Hallo. Wir sind hier am, hier Haferdrillen, ne? Mhm. Paul ist noch im Grubadinski und ich bin am Haferdrillen. Katze, würdest du bitte aus dem Haus rauskommen? Der hat wahrscheinlich das Fleisch gerochen, was wir im Kühlschrank haben. Oh, unser Grasfeld ist wieder angereift. Hui, Party, go, go! Hm? Auf geht's, man! Durch einen anständigen Traktor dafür, bitte. Nimm, dass es da ist. Rumsteht. Also, es wäre ja einer frei, aber... Ach, diese Blicke, ich spür sie bis hierhin, Patti. Ich spür sie bis hierhin. Was? Wie du gerade auf den Wald da guckst. Ja, ja. Er stand ja gerade auf dem Zaun. Mhm, weil ich da drüber geluscht habe, hab ich schon gesehen. Ja, ja. Oh, ich glaube, ich bleib hier. Kannst du mir einen Kaffee bringen, Patti? Ja, schön. Dann. Ich würde sagen, komm vorbei, wir tauschen, aber da hat kein GPS. Ah. Das Problem ist, es liegt auf dem Dach. Was machst du? Naja, ich hab mich vielleicht mit dem Herbesitzfahrer angelegt. Wir gehen immer auf Motorhaube. Ja, ich hab das mitgekriegt. Warte. Solltest du jetzt auch haben, oder? Nee, wenn da steht Paul, dann hat nur Paul. Echt? Immer noch der anmacht? Ja, ich denke schon. Das ist kein globales Ding. Patti, probier mal. Jetzt hat Patti mehr gehabt, siehst du? Ah, oh Gott. Nee, warte mal, Patti hatte an. Ich wollte gerade sagen, ja. Der hat es schon. Gut. Ah, ja. Gut, Patti. Patti läuft. Die erste Geste, wenn er auf den Server kommt, sieht was nicht. Oh Mann. Wir sind ein Missfahrer. Ja, der Verkehr ist mit Vorsicht zu genießen. Die hauen einen ganz schön auf die Schippe. Sehr rabiat, ja. Was machen wir mit dem Gras? Silageherstellung. Haben wir, glaub ich, kurze nicht. Frage, könnten wir bitte das Heckmähwerk auf den Schmetterling upgraden? Nö. Dann brauchst du noch mehr Leistung. Mehr Leistung ist nicht gewünscht, habe ich vernommen. Ich glaube, wir geben einfach seit Scheiß 54, dann haben wir Ruhe. Nee, wir geben dem keinen 54, der kriegt 942, dann ist aber Schluss. Aber den will keiner, den Rotzkübel. Der ist wendiger als der Scheiß 1050er. Ich glaube, du hast ein persönliches Problem mit 1050er. Nee. Doch, ich glaube, da ist eine böse Vergangenheit. Du was da mitspielt. Ein Vario NT. Ein Vario NT? Ist ich ein Bobbycar fahren oder? Werner kriegt die Raupe. Nee, die will ich gar nicht. Der kannst du nicht machen. Doch. Raupen. Bodenbearbeitung. Ach ja. Nee, das ernten wir noch nicht. Da gibt's noch eine Wachstumsstufe. Was? Das ernten wir noch nicht. Das ist noch zu früh. Ja, aber es gibt doch nur eine Erntereifstufe. Nein, es gibt noch eine zweite. Nee. Beim Gras. Aber laut Menü gibt's nur eine. Ja, wenn das dann auf verdorrt, dann hast du die volle Ausbeute beim Gras. Wenn's auch verdorrt ist. So wie wir letztens die Grasmission hatten, so hoch.
wächst das Gras noch und das ist noch nicht so weit. Ah, ja. Komm wieder zurück! Wow. Ja, wenn, dann holen wir die volle Ausbeute. Du willst das bestimmt sehr larger machen. Du Vollpfosten hier vor mir. Können wir noch gleich Herbizid drüber sprühen? Bringt das überhaupt was? Ich weiß es nicht. Mir wurde immer gesagt, dass wenn du es gleich machst, ist es erledigt. Ja, das war im 19, aber ich glaube, hier. Nee, nee, das haben die auch schon im 22er schon gesagt. Echt? Du, du kannst es probieren. Party! Was denn? Du kannst schon mal einmal runterfahren. Du kannst doch mal die Spritze bringen. Dann herbeziehen wir gleich. Ich muss aber das Make-It-Dance alles wieder abhängen. Ich Paul sinnloserweise hier über die Karte scheuche. Katastrophe! Katastrophe mit diesen Menschen! Und die Party ist nicht gut für den Blutdruck. Ach, bekommst du noch einen Stresspustel? Die hab ich schon. Achso. So, so. Ich hab ne Idee. Abgelehnt. Sollte theoretischerweise der Fan 730 Vario im DLC dabei sein, dann kannst du den bekommen. Der hat 300 PS. Was? Wieso sollte der im DLC dabei sein? Na, vielleicht kommt er jetzt mit dem Platinum DLC als neue Maschine dazu. Man weiß es ja nicht. Da sind doch nur so Frostdinger-Scheißdreck dabei, oder? Abwarten. Es ist ja noch ein Monat Zeit. Was? Aha. Geh weg. Hallo? Geht's noch? Hat ist ein bisschen rabiat geworden, ne? Ich merk das auch. Ja, ja, der ist ganz dezent neben der Spur gerade. Ich? Nee, ich meinte nicht 730 Ware, der hier ist 728. Das Problem ist, hier kommt der nicht raus, wenn solange der das nicht erkennt bei Precision Farming. Ah, das ist natürlich schade. Okay, kannst du zurückfahren? Das ist natürlich schade. Ist die Frage, hat wer das einfach ausprobieren wollte oder hat er einfach nur einen Spaß erlaubt? Ich wusste von nix. Ich wusste es besser, warum höre ich eigentlich auf dich? Weißt du, Werner? Ja? Merlin. Was? Alles gut. Ja. Was ist jetzt schon wieder? Der fährt mich hier halb um, der schießt die ganze Zeit über den Hof. Ja, das ist... Wie so ein Geisteskranker. Das ist Paddy. Das hätte ich einen relativ geringen Saatgutverbrauch. Gefühlt. Oh, wo gibt's ja jetzt Saatgutbrot, so? Nein. Doch. Der Seedmaker. Das ist Schweinefuttermischer, da müsste drüben auf der anderen Seite sein. Müsste, könnte, sollte. Ja. Gibt's jetzt benötigen?
Ich wüsste, ich glaube, ich habe noch keinen gesehen bisher. Wenn man einer von der Zeit hat, kann man noch den Brot nochmal gucken gehen, eventuell. Hat er doch von uns schon zwei Pakete weggezogen. Aber ich weiß nicht, wie es mit Mehllach eben ist. Habe ich auch schon nachgefüllt, deswegen kam von uns eine Meldung. Mehl bei dir? Okay. Mhm. Hi. Hi Patti, wie geht's dir denn? Ja. Was machst du da drauf, Patti? Harnstoffdünger. Schon wieder Dünger? Ja, warum nicht? Aber jetzt brauche ich nicht ganz so viel, weil wer Gülle schon vorgearbeitet hat. Wollte gerade sagen, also ich hätte schon Gülle ausgebracht. Ja. Aber die Gülle bringt ja keine 100% Düngung. Paul? Ja. Das Mehl ist voll. Ich weiß. Au. Das that you know, der Mehl ist full. Da produzieren eigentlich die Apfelbäume hier irgendwie nichts mehr, oder? Nee. Kommt mir das nur so vor. Mit der Beta 2 ist das ausgemerzt. Ah, okay. Ich stehe hier da und schüttel mit dem Kopf. Werner hat auf dem Feld die rundum leuchten an. Achso, ja. Paddy, ich weiß auch, dass du das so gerne hast, deswegen habe ich es angemacht für dich. Das ist doch ganz normal. Der Paddy ist nämlich ein Fan davon. Mhm. Ich. Hallo, bitte kalken Sie mich nicht voll oder düngen Sie mich nicht voll. Der Waldraum muss noch wachsen, vielleicht wird es ein großer Waldraum noch. Ich glaube, es ist nicht gewünscht. Du nicht? Weiß ich auch nicht, große Traktoren sind irgendwie verpönt hier. Ja, eine Nummer größer geht ja schon, der Waldraum. Die Kuhserie. Machst du schon wieder eine Müdi? Nee, oder? Nö, mach ich nicht. Hallo. Ich brauche jetzt kurz Nervennahrung. Okay. Sind sie da gemeint zu dir? Du vor allen Dingen. Ja, boah. Das ist mein Wasser, ne? Da ist es voll. Danke. Der Schweizer ist ein Sucht. Warum denn? Guck mal, WhatsApp-Gruppe. Achso. Bin hier voll konzentriert auf das Ansehen. Achso. Wohlgemerkt, heute gestartet in Ork. Ja. Wie ungewöhnlich ist. Mhm. Warum ist das Kommentar? Mhm. Ich hab's mir auch gerade gespart. Waren wir zusammen, Party? Mhm. Vielleicht kommt 10,50 raus? Ich hoffe. Ah, noch. Ich werde es nicht ganz schaffen, die Folge. Ach, dieser Eimer. Paul? Keine Eimerspiele, ne? Was Lästiges. Was ist denn ein Fastmodul? Was für ein Ding?
Ein Fassmodul. Kann ich das auf den Transportwagen werfen? Was? Wie siehst du das? Es gibt in dem Hofrüstungspack. Das ist ein Fassmodul. Meine Damen und Herren, für den Moment sind wir erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht es gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.